Ja, ganz herzlichen Dank für die Urkunde natürlich und natürlich auch sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Lize Mangold, lieber Herr Macchi, liebe Jos, lieber Carlos, sehr geehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen, hierher zu kommen. Für einige hat das ganze Tage gedauert und insgesamt wird es eine Woche sein, bis Sie wieder zu Hause sein werden. Und zuerst bedanken möchte ich mich natürlich bei Ihnen, Herr Präsident Rosenthal und der Minister, der leider schon gehen musste, Herr Riefenstuhl und auch Jos Druckleber-Fortuyn als Vertreterin der Internationalen Geographischen Union für die freundlichen Grußworte und die guten Wünsche. Die kann man immer brauchen. In Abwesenheit geht mein Dank an Frau Nada Al-Nashif, der Direktorin der UNESCO-Abteilung für Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich freue mich auf die Fortsetzung der produktiven Zusammenarbeit mit den Wissenschaftsabteilungen der UNESCO, auch natürlich mit den der naturwissenschaftlichen Abteilung, mit Flavia Schlegel. Und das gilt natürlich auch für die Kooperation mit der deutschen UNESCO-Kommission unter der Leitung von Frau Präsidentin Lize Mangold. Bei Ihnen und bei Ihren Mitarbeiterinnen der deutschen UNESCO-Kommission möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Leitung und Betreuung des ganzen Antragsverfahrens, das ja nicht so eine ganz einfache Sache ist, wie Leute, die sich mit Biosphärenreservaten und ähnlichen Weltkulturerbe-Auszeichnungen auskennen, ja etwa ahnen können, was Informationen sind, die beigebracht werden müssen, um dann den Prüfungen auch bestehen zu können. Und freue ich mich auch über die schöne Urkunde, die in meinem Arbeitsplatz dann sicher einen schönen Ehrenplatz einnehmen wird. Die Mitarbeit am Netzwerk der deutschen UNESCO-Chairs unter der Leitung von Kollege Gerd Michelsen von der Universität Lüneburg wird sicher ein allererster Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit sein. Es wird mir eine besondere Ehre sein, an der Umsetzung der Heidelberger Resolution, die bereits angesprochen wurde, dann auch tatkräftig mitzuwirken. Darüber hinaus freue ich mich ganz besonders mit Kollege Thiago de Oliveira Pinto, dem UNESCO-Lehrstuhl der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, zum Thema transkulturelle Musik und Global Understanding zusammenarbeiten zu dürfen. So hoffe ich, die seit meiner Zürcher Zeit immer wieder aufgeschobene Beschäftigung mit der Sozialgeografie der Musik dann doch noch endlich angehen zu können. Auch wenn die Musik sich in der Zwischenzeit etwas verändert haben sollte. Damit das Antragsverfahren der deutschen UNESCO-Kommission erfolgreich sein konnte, bedurfte es einer breiten Unterstützung. Zu dieser gehören über 30 Unterstützungsschreiben, die aus der ganzen Welt getätigt wurden. Jene aus Jena vom Geografischen Institut, meinen beiden Zugehörigkeitsfakultäten, vom Max-Planck-Institut für Biogeowissenschaften, vom Merion-Konasur-Regionalzentrum Jena, vom Leibniz-Institut für regionale Geografie in Leipzig, von der Universität Leipzig, vor allem aber auch vom Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt, die legten die Basis für die Möglichkeit der Einrichtung des Lehrstuhls hier in Jena. Es braucht zuerst mal die lokale oder die örtliche Einbettung. Da ein UNESCO-Lehrstuhl jedoch auch vor allem auf eine Stärkung der wissenschaftlichen Kooperation mit dem globalen Norden, also zwischen globalem Norden und Süden, aber vor allem auch der Süd-Süd-Beziehungen angelegt ist, kommt in vielen Unterstützungs- und Kooperationsbekündigungen, die wir aus Afrika, Asien und Lateinamerika erhalten haben, auch eine zentrale Rolle zu. All diese Unterstützer sind natürlich auch die zukünftigen Kooperationspartner. Stellvertretend möchte ich hier Enrique Aliste und Fabio Contel für ihre Unterstützung, die hier anwesend sind, danken aus Lateinamerika, aus Chile und Brasilien. Neben den Kooperationsformen geografischer wie disziplinärer Art ist freilich auch die transdisziplinäre Kooperation wichtig. Diesbezüglich waren die Unterstützungsschreiben der Weltdachgesellschaften, der natursozialen Geisteswissenschaften von tragender Bedeutung,
aber vielleicht auch jener Teilverbände der Geografie und der Kulturanthropologie. Dafür möchte ich mich auch im Namen, also zu Handen der IGU bei Joost Rockleber-Fortuyn bedanken und auch ganz herzlich bei Thomas Reuter, der hier anwesend ist, der das Unterstützungsschreiben für die Internationale Union der Kulturanthropologie verfasst hat. Ebenfalls danken möchte ich führenden Forschungseinrichtungen wie der Karl Volke, wie etwa Karl Volke, dem Direktor des Beijer-Instituts der Schwedischen Akademie der Wissenschaften sowie des Stockholmer Resilience Centers und Anthony Giddens, dem ehemaligen Dean des King's College in Cambridge und Direktor der London School of Economics. All den Genannten, liebe Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich zu Dank verpflichtet. Mein ganz besonderer Dank geht aber an meinen Kollegen Carlos Torres von der University of California, nicht nur für seinen wunderbaren, gehaltvollen, wie programmatischen Vortrag hier und heute, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, sondern auch für die bereits fest vereinbarten Kooperationen auf verschiedenen Ebenen, sei es das Projekt zur Integration der Programme von Global Understanding and Global Citizen Education, die Carlos eben angesprochen hat, und das wirklich eine große Herausforderung ist, denn Global Citizen Education, denke ich, ist die Basis dafür, dass die sogenannten globalen Commons, also wie Luft, Wasser und so weiter, die wir alle brauchen, aber die niemand richtig gehören, dass wir denen auch Sorge tragen. Und das braucht eben über das nationale Zugehörigkeitsgefühl auch das Bewusstsein, wenn man so will, des Erdbürgers oder eben der globalen Bürgeridee. Zweitens der Austausch von Studierenden zwischen der FSU und der UCLA, die unterwegs ist, aber auch die Kooperation im Rahmen des Global Centers for Education, des International Year of Global Understanding am Paulo Freire Institut, das eben erst aus der Taufe gehoben wurde. Auf diese Zusammenarbeit möglicherweise auch gemeinsam mit unserem Kollegen Hartmut Rose und dem Postwachstumskollegen in Jena für ein weiteres Projekt freue ich mich außerordentlich. Sie wird zusammen mit jener mit dem UNESCO Mahatma Gandhi Institut Delhi und dem Wissenschaftssektor der UNESCO Paris sicher einer der Schwerpunkte sein auf der internationalen Ebene. Damit bin ich bei der Darstellung der Programmlinien des Lehrstuhls bereits angelangt, auf die ich nun, wenn auch nur recht kurz, eingehen möchte, bevor wir uns dann zum Empfang in den Senatssaal des Universitätshauptgebäudes begeben werden. Worum geht es also dem UNESCO-Chair on Global Understanding for Sustainability in den kommenden 4 Jahren? Wie von der Direktorin Nadal Nashif in ihrer Botschaft hervorgehoben, besteht das Hauptziel darin, zur Entwicklung kulturell differenzierter Pfade zur globalen Nachhaltigkeit beizutragen. Das mag auf den ersten Blick nur nach einem weiteren Nachhaltigkeitsprojekt aussehen, das ist es aber nicht ganz, es ist was anderes. Um das zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, müssen Sie mich jetzt für 5 bis 6 Minuten in die Programmatik mit mir reinkommen und das vielleicht auch sich vergegenwärtigen, was dann die Implikationen davon sind. Gegenwärtige Strategien zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen gehen, so auch der größte Teil der UNESCO-Programme, von problematischen biophysikalischen, sprich natürlichen Konstellationen aus. Man ist dann bestrebt, von dort aus Maßnahmenkataloge zur Bewältigung der natürlichen Probleme zu entwickeln. Ein typisches Beispiel hierfür ist etwa das geowissenschaftlich identifizierte Ansteigen der globalen Jahresdurchschnittstemperaturen, also die sogenannte globale Klimaerwärmung, deren bio- und meereswissenschaftlich prognostizierten und dokumentierten Folgen sowie schließlich die daraus abgeleiteten gesellschaftspolitischen Maßnahmen wie das Klimaabkommen in Paris. Dessen Name bringt die Logik, die dahinter steht, eigentlich ganz gut auf den Punkt. Es geht, so betrachtet, um Klimapolitik. Kann es aber, ernsthaft gesprochen, überhaupt eine Klimapolitik geben? Ich meine nein. Lassen Sie mich das kurz erklären. Die bislang dominierenden Ansätze, die eben auch hinter dem Pariser Klimaabkommen stehen, gehen, wie bereits gesagt, zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen meistens von den problematischen Folgen unseres Tuns in der Natur aus und verlieren dabei aber den Blick für die Ursachen der vermeintlich natürlichen Probleme.
Denn, wie Sie wissen, sind die meisten der gegenwärtigen ökologischen Probleme menschgemacht. Daher können sie auch nur dann verstanden werden, wenn man die kulturelle, soziale und letztlich auch regionale Einbettung des alltäglichen menschlichen Tuns berücksichtigt. Klimapolitik ist also eigentlich Menschenpolitik oder genauer Handlungspolitik und bedarf damit sozialwissenschaftlicher Expertise. Soll mit Nachhaltigkeitsprogrammen problematisches Handeln dauerhaft verändert werden, so eine der Ausgangsthesen des Programms des UNESCO-Chairs, müssen die Akteure auch vom Nutzen der geforderten Änderung für sich selbst überzeugt sein, damit eine Freiwilligkeit entstehen kann und nicht nur ein Müssen, das sich kaum nachhaltig etablieren kann. Eine erste Bedingung dafür ist denn auch, deren kulturellen Kontexte ernst zu nehmen und die Ansprache sozial und regional differenziert zu gestalten. Ich habe vor ein paar Minuten erwähnt, dass unsere Alltagshandlungen regional eingebettet sind. Das entspricht auch unserer Alltagserfahrung. Kleine und vermeintlich unbedeutende Entscheidungen, zum Beispiel was wir essen oder wie wir mit Abfall umgehen, scheinen nur lokalen Auswirkungen zu haben. Global und aggregiert allerdings können ihre Auswirkungen ganz beträchtlich sein. Man könnte sogar sagen, dass es nur sehr wenige Alltagspraktiken gibt, die ausschließlich lokal sind, auch wenn wir die globalen Bezüge nicht immer sofort erkennen. Will man diesen globalen Bezügen nun im Rahmen der Nachhaltigkeitspolitik Rechnung tragen und schlägt für die Behebung oder Minderung der identifizierten natürlichen Problemkonstellationen nach dem Motto One Size Fits All oder eine Lösung für alle vor, dann muss man auch einen problematischen Kulturimperialismus in Kauf nehmen. Wenn die eine Seite sagt, ihr müsst so und so und keine kulturelle Differenzierung macht, dann heißt es, ihr müsst das so tun, weil wir denken, dass ihr das so tun müsst, unabhängig, wie die Leute wirklich leben. Um einem solchen Kulturimperialismus zu entgehen, ist auch hierfür zuallererst ein Fortschreiten vom alltäglichen Handeln, also begreifen, wie das Umwandeln der Natur in die Praktiken und regionalen Kulturen eingebettet ist und dann hin zu problematischen Umgestaltungen der natürlichen Bedingungen fortschreitet. Um die Mehrheit für neue oder abgeänderte Lebensformen und Lebensstile zu gewinnen, ist nicht nur zu verdeutlichen, was der Nutzen für jede und jeden Einzelnen sein kann. Das ist sehr wichtig. Es ist aber auch zu erreichen, und das ist die zweite und vielleicht entscheidende Bedingung, dass Akteure die Einbettung ihres eigenen Lebens in globale Zusammenhänge verstehen, in sozialkultureller wie in biophysikalischer Hinsicht. Dieses Verstehen bildet, wie Eliezer Batista, einer der Schlüsselinitiatoren des Rio-Gipfels 1992 und des Post-Rio-Gipfels 2012 in Bezug auf das IYGU, das International Year of Global Understanding, formulierte, die vielleicht wichtigste Voraussetzung zur Veränderung von Lebensweisen. Er sagt, Wissen ist der Faktor, der uns dazu bringt, unsere Denkweisen zu verändern. Aber es ist das Verstehen, das uns dazu bringt, unsere Einstellung zu verändern. Und das ist natürlich für die Etablierung von abgeänderten Lebensformen eine der wichtigsten Voraussetzungen. Das Verstehen der globalen Einbettung des eigenen Lebens soll auch deutlich machen, dass die Sankt-Florians-Politik der modernen Industriegesellschaften am Ende angelangt ist. Es gibt keinen anderen mehr, der für uns die Suppe auf lange Sicht auslöffelt. Weder eine andere Gesellschaft, noch eine andere Erdgegend, noch einen anderen Ort. So gibt es beispielsweise schlichtweg kein Entrinnen von dem Müll und den Schadstoffen, die wir produzieren, weder in der Luft, noch im Wasser, noch in den Böden. Wir selbst und spätere Generationen sind mit den Konsequenzen konfrontiert, wo immer wir unser Leben körperlich auch verbringen mögen. Was für den biophysikalischen Bereich gilt, gilt mindestens so sehr auch für die kulturelle,
soziale, politische und ökonomischen Bereiche. Um die hier angedeuteten Schwierigkeiten und blinden Flecken der konventionellen Ansätze zu mindern oder vielleicht auch überwinden zu helfen, wird ein neuer, ein transdisziplinärer Ausgangspunkt für die Nachhaltigkeitsforschung und Politik vorgeschlagen. Nicht die Umwelt, sondern das alltägliche Handeln der Menschen. Wissenschaftliches Wissen soll demzufolge im Sinne der Logik des Alltagshandelns integriert werden und für Handelnde in dieser Form verfügbar gemacht werden. Also nicht das Leben der Menschen in der Logik der wissenschaftlichen Arbeitsteilung von Disziplinen zu verhackstücken und dann mühsam für jede Probleme wieder zusammenzuführen, sondern das Wissen, das verfügbar ist, ähnlich wie Kochrezepte, aufbereiten. Man nimmt auch nicht chemische Formen oder physikalische Formen, um einen Kuchen zuzubereiten, sondern einen Löffel von dem, einen Löffelspitz von dem und dann gelingt es auch. Also dass man das Wissen, das wir in Wissenschaften haben, in der Logik des Alltagshandelns aufbereiten, ohne dass es alltäglich wird. Also es ist trotzdem geprüftes Wissen. Um das zu erreichen, um diesen Beitrag zu leisten, kooperiert der Lehrstuhl mit einem Netzwerk von rund 40 Aktionszentren, sogenannten RACs, Regional Action Centers, die im Rahmen des International Year of Global Understanding aufgebaut und von Jena aus koordiniert wurden. Im Zusammenhang mit diesem Netzwerk wird der Lehrstuhl erforschen, wie wissenschaftliches Wissen, soziale Praktiken und Umweltpolitiken zusammenwirken können, um Nachhaltigkeit zu stärken und wie diese Interaktion in verschiedenen kulturellen und sprachlichen Konzepten, Kontexten zu konzipieren ist. Also unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Konstellationen, die Leute auch selbst mit herausfinden müssen und sich dann dafür vielleicht auch leichter engagieren, als wenn es in einem Top-Down-Prozess geschieht. Der Lehrstuhl ist also für den Lehrstuhl ist das Netzwerk an regionalen Zentren eigentlich das Hauptinstrument. Die Kooperation mit den hier aufgeführten Partnern sind nicht ganz alle zutreffend auf dieser Karte. Riad ist schon ein Zentrum und so weiter, aber es sind 40 insgesamt und immer noch im Ausbau begriffen. Wir sind jetzt schon bei über 40 angelangt. Zur weiteren Stärkung des Süd-Nord- und Süd-Süd-Kooperation mit einer Vielzahl von Disziplinen zu kooperieren, also neben der Geografie, Soziologie, Ökonomie, Geschichte, Pädagogik, Religionswissenschaft mit Kommunikation, Archäologie, Geo- oder Biowissenschaften. Also alle in der vorher aufgezeigten Logik. Und es dient zur Stärkung dieses Netzwerk der Schnittstellen zwischen Sozial- und Geisteswissenschaften mit den Natur- und Lebenswissenschaften sowie verschiedenen Kunstformen. Denn Kunstformen sollen vorbereiten, neue Ästhetiken zu entwickeln, auf deren Basis dann auch neue Lebensweisen vielleicht generiert werden können. Kurz gesagt wollen wir also in den kommenden 4 Jahren helfen, die Ziele der UNESCO, die bereits vorher vorgestellt wurden, helfen umzusetzen, die transdisziplinäre Kooperation zu stärken, sowie die Nord-Süd- und die Süd-Süd-Kooperation ebenfalls zu stärken. Darüber hinaus möchte ich als assoziierter Fellow des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt und als zukünftiger Senior-Professor der Universität Jena zur weiteren Entwicklung des transnationalen Universitätsnetzwerkes Forum for the Study of the Global Condition nachtragen. Das gehört sozusagen zum der Thüringen- und Mitteldeutschen Aktionskonstellation. Auch hier mit Herrn Midell dann und all den Partnern, die auch die Beantragung unterstützt haben, die ich angangs erwähnt habe. Gleichzeitig wird durch den Lehrstuhl auch die internationale Einbindung der Thüringer Hochschullandschaft, denke ich, weiter gefördert. So etwa mit der gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte auf dem Auf- und Ausbau des Bildungsprogramms für junge Führungskräfte in Kooperation mit weltweit herausragenden Bildungs- und Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel das First Class UNESCO Mahatma Gandhi Institute for Education of Peace and Sustainable Development in Delhi, das Indian Institute of Management in Ahmedabad, eine der besten Managerschulen Asiens, die École Normale Supérieure
de Lyon und die University of California mit Carlo Torres natürlich und gelegentlich auch, möglicherweise auch noch mit der University of British Columbia in Vancouver. Gemeinsam mit diesen Partnern werden über die nächsten 3 bis 4 Jahre themenspezifische Sommerschulen ausgerichtet, voraussichtlich im Frühling 2020, eine mit Kollege Uwe Kantner hier in Jena dann. Wie Sie an diesen Aktivitäten sehen können, haben die bisherigen Arbeiten rund um das International Year of Global Understanding fast eine ideale Ausgangsbedingung für die Arbeit des UNESCO-Chairs geschaffen. Mit Jena sind dabei nicht nur verlässliche Partnerschaften verbunden, internationale Partnerschaften verbunden, sondern auch die Ausgangsbasis des Global Understanding wird mit Jena assoziiert. Wie sehr sich dieses Konzept entwickelt hat und bereits etabliert hat und der Ausgangspunkt für weitere Projekte ist, zeigte ich unter anderem an 2 Stellen. Im Rahmen der Weltkonferenz der Geisteswissenschaften, die bereits von Nada Nashif angesprochen wurde in Liège, bezeichnete der Past President der IGU, Wladimir Kolosow, Global Understanding als Global Brand, eine globale Marke, die weltweit zu einem neuen Paradigma des Geografieunterrichts werden könnte. Gerade gestern ist ein Buch erschienen bei Springer mit dem Thema Geography Education for Global Understanding. Also das läuft, wenn man so will, oder ist jetzt angestoßen. Das Buch wurde initiiert von der ehemaligen Präsidentin der amerikanischen Fachgesellschaft der Geographen, der Association of American Geographers. Und im vergangenen November hat die damalige Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, den UNESCO World Science Day unter das Motto Science for Global Understanding gestellt. Damit ist das in Jena ausformulierte Konzept nach der UNESCO-Resolution von 2013 erneut zum Leitmotiv gemacht worden. Der World Science Day ist gleichzeitig auch der Ausgangspunkt für die gegenwärtig geplante Wissenschaftsdekade für Global Understanding. Mit der Unterstützung der UNESCO sowie den Weltdachverbänden der Wissenschaften wollen wir eine 2020 Science Decade for Global Understanding einrichten. Jena und Thüringen könnten damit dann auch zum globalen Zentrum dieser Dekade werden. Die von Jos schon angesprochene Nominierung für den UNESCO-Nachhaltigkeitspreis von IYGU könnte vielleicht ein weiteres Puzzle der auf dem Weg zur Dekade sein. Mit diesem Ausblick möchte ich zum Ende kommen. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich nochmals einmal den Vertretern der beiden Institutionen danken, ohne die wir hier nicht sitzen würden, uns nicht hier treffen würden. Das ist das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft und Herrn Wolfgang Tiefensee als starker Förderer des Antrags mit seinem Unterstützungsschreiben und natürlich auch den Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität für die ganze Beantragung auch zu verwirklichen. Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie einen Rahmen geschaffen haben und die notwendige Unterstützung gegeben haben, dass das Projekt UNESCO-Chair von Global Understanding for Sustainability an unserer Universität Wirklichkeit werden konnte. Nicht vergessen möchte ich hier auch Christoph Macchi, der in den ersten 3 Jahren des IYGU als damals zuständiger Minister eine direkte finanzielle Unterstützung durch das Land Thüringen ermöglicht hat. Auch Ihnen, Herr Macchi, ganz herzlichen Dank dafür. Selbstverständlich hätte es die Möglichkeit, den Antrag auf einen UNESCO-Lehrstuhl überhaupt ins Auge zu fassen, nicht ohne tatkräftige Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können. Sie haben die mehr als 20 Jahre währende Arbeit am Lehrstuhl für Sozialgeografie, wie ich finde, auf höchst erfolgreiche Art gestaltet und durch die zahlreichen Projekte auch gezeigt und Dissertationen, Diplomarbeiten und so weiter gezeigt, wie eben Soziales und Natürliches auf politisch nicht prekäre Art und Weise zusammengedacht werden kann, wenn man bei den Tätigkeiten ansetzt und nicht bei der Natur. Ganz besonders gehören natürlich zu dieser Arbeit auch jene, die über rund 10 Jahre dazu beigetrugen,
dass das International Year of Global Understanding zu einem großen Erfolg wurde, wie ich denke, mit Tausenden von Events und Millionen von erreichten Personen. Allen voran Dorothee Quade, die das IYGU-Sekretariat über 8 Jahre mit großer Kompetenz und viel Engagement betreut hat. Last but not least gehört mein ganz aufrichtiger Dank auch meiner Familie. Die extremen Belastungen, das viele Reisen, viele Abwesenheiten, den Kopf immer bei Projekten, aber nicht am Tisch oder bei dem, was gerade zu Hause anstehen würde, ist, wie viele von uns wissen, immer eine große Herausforderung für das Privatleben. Für Ihre großzügige Unterstützung und Geduld möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Frau Ramona bedanken. Ihnen allen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.